haben natürlich auch die Aufstellung schon vorbereitet. Ein 4-2-3-1 Defensiv-Konter. Bin ich gespannt drauf. Das ist der Chris. Und ja, Matze, für dich immer gerne. Haben wir geklärt und dass es auch klappt. Wie gesagt, mein Fehler damals gewesen, das nicht ordentlich eingetragen zu haben. Sonst müsste alles passen. Also meldet euch auf jeden Fall mal zwischendrin auch wenn. Oder If guckt die Liste an. you want to Der win Django, tonight, der zweite fortlaufende Monat mit dem Abo. have to Dankeschön. make a deal. Dankeschön, freut mich. Ja, und von daher geht das Geld natürlich auch wieder ins Sponsoring. Ihr wisst Bescheid. Oh, der Chris auch mit einem Cheer von 48 Bits. Dankeschön. Ihr wisst ja, das ganze Geld fließt im Moment mit natürlich auch privaten Investitionen dann ins Sponsoring. Also dafür reicht es meistens, dass ich dann so 30, 40, 50 Euro selber noch trage vom Sponsoring. Und jeder, der halt hier am Abo abschließt, unterstützt natürlich auch Sponsoring in Online-Liga und damit Online-Liga auch so ein bisschen. Von daher Dankeschön an dieser Stelle auch wieder. Schauen wir mal dann rein bei SC Obrigheim Pfalz 06. Was denn so der Kader sagt, für dich natürlich aber auch der Hinweis, ich bin nicht der Weisheit letzter Schluss, ich bin auch nur ein Manager, der hier in Online-Liga unterwegs ist und eben ein Feedback, einen Blickwinkel von außen auf deine Mannschaft gibt. Du selbst bist auch verantwortlich für das, was deine Mannschaft tut und trägst auch diese Verantwortung alleine. Keiner kann dir da reinreden, auch nicht ich. Du kannst natürlich für dich entscheiden, was von diesem Feedback für dich wertvoll ist oder was auch nicht. Und wenn du noch eine andere Formation mit drin haben willst, neben dem 4-2-3-1 Defensivkonter, dann kannst du mir das gerne im Chat schreiben. Dann gucke ich mir das gerne an und werde die dann auch noch mit anschauen und gucken, was wir da dann vielleicht auch machen können. Auf jeden Fall fangen wir mit den Torhütern an und schauen uns das Ganze jetzt an. Maximovic und Ivancic sind natürlich hier am Start. Und das geht auch so. Natürlich, das ist ein Cheer. Dankeschön, Sir Chris. Und wir gehen rein und gucken erstmal den Torhüter an. Da sehen wir schon Maximovic, natürlich der stärkere Torhüter von beiden. Beide auf der Linie. Eher okay, er ist schon viel besser an der Stelle. Spieleröffnung auch Hammer. Könnte im 4-2-3-1 auch ihm zugutekommen. Hat ein 26er Talent, also der muss sich noch entwickeln, aber schöner Torhüter bei ihm. Ist die Fußabwehr richtig gut, rauslaufen ist gut, aber ansonsten ist er noch hinten dran. Zweiter Torhüter kann man so dann benutzen. Hat noch 3 Jahre, bis er überhaupt in Rente gehen könnte, was natürlich bei Torhütern dann natürlich ein Vorteil ist, weil sie nicht mit 30 gehen, sondern eher mit 33 und wahrscheinlich eher sogar später. Von daher passt es auch. Aber Torhüter sind okay. Würde ich mir vielleicht noch einen Backup wünschen, der da noch ein bisschen rankommt an Maximovic. Aber solange man das Geld sparen kann und sagt, das passt so hinten drin, kann man das auch so lassen. Das passt auch, ist in Ordnung. Für die 5. Liga ausreichend. Geht natürlich immer besser. Und wenn man Ambitionen nach oben hat, sollte man sich vielleicht umschauen auf dem Torhütermarkt. Die Torhüter sind meistens nicht ganz so teuer. Da findet man meistens auch was ganz Nettes, wenn man wirklich Ambitionen hat, nochmal ganz weit nach oben zu kommen. Da braucht man dann schon eher so einen 25- bis 30er Torhüter, vielleicht sogar eher über 30, weil dann steht man hinten safe. Aber das muss man sich halt kostentechnisch auch durch den Kopf gehen lassen. Der Rest der Mannschaft muss natürlich auch stimmen. Kommen wir zu deinen Innenverteidigern. Rodriguez an der Stelle mit Kraus zusammen im Moment aufgestellt. Gucken wir uns die beiden mal an. Schöner Zweikampfwert. Kopfball ist hier nicht so stark, bei ihm eher ausgeglichen. Dafür ist er auch super schnell. Wäre sogar was für die AV-Position von dem Wert her. Schöner Innenverteidiger, hat aber eine schlechtere Note, da muss man ein bisschen aufpassen, ne, mit den Noten. Wäre für mich wahrscheinlich sogar eher ein AV gefühlt von dem, was er für Werte hat. Bei ihm, oh, das passt hinten drin, das ist okay. Für einen Innenverteidiger passt es. Taktikverständnis haben beide gutes. Er ist halt im Kopfball nicht ganz so stark, das wäre noch schön, wenn der da ein bisschen höher gehen würde, aber ist ein solider Mann. Und den kann man natürlich noch entwickeln mit 22 Jahren. Bei ihm mit 29 Jahren geht es schon langsam Richtung Ende zu. Ab nächstes Jahr verliert er ein paar Skills, vor allem Kondition, Schnelligkeit, was ihm schon hoch ist. Deshalb macht sich so viel aus, jetzt kann man den noch sehr lange mitspielen. Athletik geht ja noch runter mit dem Alter, aber das ist bei ihm, gucken wir noch mal ganz kurz rein bei Kraus, ist ja auch gut. Also von daher schöner Innenverteidiger, der wahrscheinlich aber besser auf der AV aufgehoben wäre, meiner Meinung nach von Hardskills her. Vergleichen wir mal mit Costa. Ach, das hier Bomben-Innenverteidiger, ehrlich. Den würde ich wahrscheinlich als Stamm sehen. Vielleicht spielt er auch Stamm, aber ich würde da Costa auf jeden Fall als Stamm in IV sehen. Würde ich wahrscheinlich dann statt Kraus spielen an der Stelle oder sogar statt Rodriguez. Also ist Costa für mich eigentlich der bessere Innenverteidiger, der spielt bei dir aber DM auf dem Flügel, weil ja, das passt auch, aber ich finde halt gerade wegen den beiden Werten
finde ich in der Innenverteidigung eigentlich besser aufgehoben. Tobias Schulze, den könnte man noch entwickeln, ist aber eher ein DM. Ja, wenn, dann würde ich den im DM sehen. Also von daher kein Innenverteidiger. Friedrich, Stanislav Friedrich, könnte man auf der AV eher spielen. Ja, eher einen AV, könnte auf der IV-Rotation spielen. Müssen wir den Rest dann noch anschauen. Kraus haben wir, Rodriguez haben wir. Da haben wir noch Poplatnik. Wäre für mich jetzt, ja, Backup-Spieler, wenn überhaupt. Also dem fehlt es auch so ein bisschen, auch in den beiden Bereichen vor allem. Backup-Spieler, also da brauchen wir gar nicht groß schwätzen. Und das war's mit der Innenverteidigung. Ich sehe tatsächlich Da Costa als besten Innenverteidiger. Ich würde ihn irgendwo hier einsetzen, wahrscheinlich statt Kraus an der Stelle. Würde ich Da Costa hinstellen. No, das wäre tatsächlich die Idee. Wenn du aber ein 4-2-3-1 spielst und dann Probleme in der DM bekommst, ist natürlich blöd. Ich würde mal sagen, das ist ausbaufähig. Da fehlt mir so ein bisschen noch. Ja. Noch so. Ah, Rodriguez fehlt Kopfball. Er ist ein bisschen Mischmasch. Hat auch schlechte Noten. Da Costa würde mir echt in der Innenverteidigung besser gefallen. Ist einfach so. Da kann ich nichts dran ändern. Aber du spielst halt ein 4-2-3-1 Defensivkonter und brauchst halt die DMs da vorne drin. Müssen wir mal anschauen. Aber ich stehe lieber hinten ein bisschen sicherer tatsächlich. Müssen wir uns angucken, wenn wir zu den DMs kommen. Fusenik ist bei dir der AV links und rechts spielt Elfers. Er ist mir ein bisschen zu langsam fast, aber der hat gutes taktisches Zweikampfverhalten. Deswegen wäre zum Beispiel jetzt ein DM für mich. Das wäre so ein typischer DM, der halt einfach nicht schnell ist, aber sonst alles mitbringt für die defensive Variante. Offensiv mit Schusstechnik, Technik und Taktikverständnis auch gut unterwegs ist. Bei ihm hier super Kondition, 20, 24, das ist eigentlich ein richtig schöner AV. Würde ich auch dort spielen, also Fuzenik gesetzt auf links. Gucken wir mal wegen Elfers, weil das ist eher so ein DM für mich. Da ist auch Da Costa natürlich eine Option auf der AV, sehe ich aber eher in der Innenverteidigung, wie gesagt. Und auf der DM links weiß ich nicht, da ist der Kopfball halt verschwendet, ne? Dann gucken wir nach Schulze, den, ja, Backup, wenn überhaupt, du willst den auch verkaufen, das ist auch in Ordnung. Würde ich wahrscheinlich auch versuchen. Friedrich als Backup, ist es okay tatsächlich für die AV. Der muss sich noch entwickeln, hat aber einen schönen Talentwert. Deshalb, also das ist ein schöner Einkauf, den muss man halt noch ein bisschen entwickeln, aber der kann auf der AV auf jeden Fall unterstützen. Blankenhorn, ja, bei ihm Schusstechnik, Zweikampf ist eigentlich alles da. Es wäre auch wieder eher ein DM. Vielleicht willst du ihn auch verkaufen. Deshalb, ich bin mal gespannt, was für DMs du hast. Das wäre auch eher ein zentraler DM. So, Fusenik haben wir schon offen. Elfers auch. Beda Bauer. Bei ihm auch eher das Thema, dass er Backup ist. Nicht schnell genug eigentlich für die AV. Aber als Backup ist es okay. Bauer. Dann haben wir noch hier Knippenberg. Schnell, aber der Zweikampf nicht ganz so gut. Würde ich eher als OM sehen. Vielleicht auch als DM auf der Flügelposition. Da könnte man Da Costa hinterziehen, ihn links auf die DM-Position ziehen. Wäre tatsächlich ein DM für den Flügel, meiner Meinung nach. Und auch wenn er da ein bisschen schlechter aussieht wie Da Costa, aber Da Costa in der Innenverteidigung finde ich besser. Deshalb wäre Knippenberger auf jeden Fall eine Option für die DM links. Da gucken wir nachher nochmal rein. Aber AV-technisch muss ich sagen, du hast einen richtig guten. Das ist bei dir Fusenik. Und der ist auch grün. Das passt. Na, das passt hier auf der Bahn. Da brauchst du zwar noch. Na, da fehlt mir ein bisschen Backup hinten dran. Aber das markieren wir tatsächlich drüben. Weil da drüben, das fehlt mir irgendwie. Na, da machen wir es mal ganz gelb. Mir fehlt noch irgendwie so ein AV, der da Backup spielen kann oder der sogar Stamm ist. Auf der rechten Seite links passt. Rechts ist halt ein bisschen die Lücke. Und wir haben schon gesagt, wir haben eventuell sogar einen IV, der da hingehen kann, der eher AV-Werte hat. Und das war, glaube ich, Kraus. Ja, ich würde Kraus versuchen, auf AV umzulernen. Den würde ich versuchen, nach rechts zu ziehen. Also Kraus, das zeichnen wir mal schnell rein. Den würde ich versuchen, auch als AV umzulernen tatsächlich. Der ist in der Innenverteidigung verschwendet mit dem, was er hat. Den würde ich eher darüber ziehen. Ups. Na, den Kraus würde ich eher darüber ziehen und versuchen, da meine AV-Probleme zu lösen und Costa in die Innenverteidigung stellen. Mach's gut, Corbinho. Schade, dass du schon wieder los musst. Ach, so ist es halt manchmal. Wir sind ja nicht aus der Welt. Deshalb, ja, Kraus auf rechts würde ich probieren, weil der hat eigentlich die perfekten AV-Werte. Na, würde ich ausprobieren. Mein Vorschlag.
Gertig DM. So, jetzt kommen wir zu den DMs. Wir haben schon gesagt, da Costa würde ich tatsächlich eher in die Innenverteidigung stecken. Der ist einfach zu gut für die Position. Dennoch, ne, er spielt hier. Wir haben rechts Brennecke, den können wir uns auch mal ganz kurz anschauen. Das sind super viele DMs. Brennecke, den kann man auch als OM einsetzen. Also du kannst auch ein 4-2-3-1 offensiv spielen damit. Nur nicht mit der Costa dann auf der Position. Mhm. Schöner Spieler. Für die OM und DM auf dem Flügel perfekt. Den würde ich auch nicht als Standard-DM irgendwo einsetzen, sondern wirklich auf dem Flügel lassen erstmal. Brennecke, saustark. Gefällt mir richtig gut. Zwar nur 15er Talent, 29 Jahre alt, aber dafür echt schöne Werte. Wird halt ein Problem, wenn du kein Backup hinten dran hast. Bei Rückstand wechselst du auf 4-2-3-1 offensiv. Okay, kannst du machen. Gertig. Gertig steht in der zentralen DM, würde ich genauso machen, ist zu langsam für einen Flügel, aber sonst perfekt, okay. Und Pereira müssen wir halt noch einen Ersatz finden. Gertig in der Mitte, das passt, gucken wir noch schnell Flügel an. Flügel spielt auf der rechten Seite eigentlich, da ist genau dasselbe Thema, super Zweikampfwert. Ja, würde ich auch in der DM da spielen. Okay. Du hast viele DMs, wie gesagt, da Costa ist ein bisschen verschenkt, finde ich. Wenn dann, ne, dann würde ich eher in der Innenverteidigung. Also, oh, auch wenn er da jetzt gerade nicht schlecht ist, wo er spielt. Eher gesagt, die Noten sprechen aber auch nicht dafür unbedingt. Deshalb, ich würde ihn wirklich in die Innenverteidigung ziehen. Oder, ne, AV könnte auch spielen, DM geht auch mal, aber wenn dann, ja, es ist ein bisschen hart. Schulze, haben wir schon gesagt, es wäre ein DM, dann könnten wir als Backup sehen für die DM. AV, IV, geht so. Dann haben wir noch Blankenhorn, der natürlich für die DM-Position auch ein Backup wäre. Du hast so viele DMs, deshalb verstehe ich auch, warum du ihn verkaufst. Dann haben wir Knippenberg, der, wie gesagt, den würde ich wahrscheinlich statt Costa spielen, Costa dann in die Innenverteidigung stellen. Der ist zwar erst 13%, aber mit der Schnelligkeit, ne, das kann man sich überlegen, den mal ab und zu dort zu bringen. Und vielleicht hast du noch einen besseren. Also der ist noch nicht so gut dafür geeignet, aber um Costa in die Innenverteidigung zu kriegen, wäre das eine Option. Gertig spielt bei dir, das haben wir schon gesagt, das passt. Städtler, DMOM. Ja, ich hätte wahrscheinlich eher ihn verkauft dann, ne? Städtler verkauft und lieber dann einen der anderen beiden behalten. Blankenhorn oder eben dann Schulze. Wobei mir Schulze da in der DM besser gefällt. Aber muss man sich, ne, du willst ja verkaufen, aber ich wäre wahrscheinlich dabei, den Städtler, aber den hast du erst neu gekauft, vielleicht muss er sich noch entwickeln, vielleicht ist ein Trading-Spieler, aber DMOM, ja, muss man sehen, der muss sich noch entwickeln. Hat er 2-0 bekommen, also von daher nicht so schlecht. Flügel spielt, haben wir ja schon gesagt, hinten drin. Wolf, das hier ist tatsächlich auch eine Option für einen Flügel, statt Costa, auch wenn er Rechtsfuß ist. Aber die Kondition ist halt nicht so pralle, ne? Der muss halt immer wieder gewechselt werden. Aber dann ein guter Backup, der auch mal spielen kann. Vielleicht Rotationsspieler, Andreas Wolf, das passt. Fellmann, das hier ist jetzt einer. Ja, den würde ich, ja, der spielen Fellmann. Ja, das würde ich machen. Ich würde da Costa halt eher in die Innenverteidigung. Da würde ich Fellmann hier hinstellen. Der kann auch DM, OM. Wahrscheinlich spielt es auch eher so. Ne, der kann nur DM. Würde ich trotzdem Fellmann und Costa, wie gesagt, hinterziehen. Das wäre mir persönlich, wäre das meine Idee dahinter. Aber das musst du halt selbst auch rausfinden, weil 3,83, ich weiß nicht, wo das sonst gespielt hat. Das ist natürlich auch nicht gerade die Bombennote. Gertig muss in der Zentrale spielen. Es sind viele DMs, aber es sticht nicht wirklich sowas raus. Rechts, das ist super. Also gucken wir mal. Ich finde rechts Brennecke super. Geiler Spieler. Der kriegt auf jeden Fall sein grünes Häkchen. Das sind sau viele DMs, auch für den Flügel ganz wenige. Ich würde auch überlegen, ob das 4-2-1 Defensiv-Konter dann die bessere Wahl ist. Da würde ich, wie gesagt, Fellmann spielen statt Costa und Costa in die Innenverteidigung stellen. Ich finde aber gerade, ne, da machen wir es auch mal eher so gelblich, da fehlt irgendwie noch was. Du hast zwar ein bisschen was, aber so richtig breit ist es dann auch nicht. Genauso in der DM-Position hier. Du hast zwei Spieler, die da okay sind, die gut sind, aber dann fehlt es halt auch ein bisschen. Du hast viele DMs, du spielst auch das 4-2-3-1 Defensiv-Konter. 4-2-3 offensiv, musst du halt dann gucken mit links. Rechts passt ja, aber links ist dann ein kleines Problem, musst du wahrscheinlich wechseln. Aber wie gesagt, Costa hier hinter würde mir am besten gefallen von all den Sachen. Ich sehe halt hier auch eine Lücke, ne? Wenn Costa hinten drin ist, ist die Lücke gar nicht mehr so groß. Hier im DM eine kleine Lücke, links dann auch eine kleine Lücke, weil Fellmann dann eben einen Backup braucht. Da hast du dann eben einen 13%-Spieler mit Knippenberg.
der da auch gut sein kann. Ja, aber würde ich eher in der OM oder DM dann Flügel, also würde ich den einsetzen. Schwierig, wirklich schwierig, weil die DMs hast viele, aber für hinten drin fehlt dir so ein bisschen, oder die zwei sind super, aber dann fehlt dir hinten dran einer. Dann für einen Flügel hast du eigentlich auch hier eine Brennecke, der ist geil, aber eigentlich hätte ich es vielleicht sogar andersfarbig machen sollen. Aber wir lassen es mal grün. Du hast halt ein bisschen so eine Lücke trotz allem, ne? Obwohl du so viele DMs hast, so viele Backups auch, aber wenn die Stammelf nicht da ist, dann kannst du halt nicht wirklich viel machen, außer halt die bisschen, ne, die doch etwas schlechteren zu bringen auf den Positionen, was dir dann ein bisschen wehtut. Also da fehlt mir hier ein Backup und auf dem Flügel fehlt mir noch ein Backup für die DM-Position. Hier hast du ja theoretisch sogar noch einen. Also links ist sogar besser wie rechts. Ich tue das schon mal drüber mal. Also du hast im Endeffekt rechts auch nicht so viele Optionen, hast aber die Backups halt. Sagen wir mal alles mal ein bisschen gelb, obwohl du so viele DMs hast. Sehe ich, dass die nicht unbedingt spezialisiert sind auf den Flügel. Muss man sich überlegen. Vielleicht wäre es geschickter, die OMs dann da einzusetzen. Müssen wir mal gucken. Purdy spielt bei dir links im OM. Im zentralen offensiven Mittelfeld. Ja, das kann man so machen. Dem fehlt ein bisschen Taktik. Athletik wäre noch schön, aber das kann man machen. 28% Talent. Zong wäre noch ein OM. Da gucken wir kurz. Ja, das ist ein Flügel-OM. Also, da hättest du tatsächlich nochmal ein Flügel-OM mit 18 Jahren. Schöner Wert. Tatsächlich richtig schöner Flügel-OM. Mit 18 Jahren passt es. Der kann sich noch entwickeln. Könnte man dann links im OM einsetzen oder rechts. Aber da ist Brennecke eigentlich schon fast zu stark auf der OM-Position hier außen. Ne? Der ist richtig gut. Also, das ist einer deiner besten Spieler. Schade, dass der dann schon 30 wird. Irgendwann. Schon krass. Knippenberg haben wir schon gesagt. Der könnte auch Flügel. Und wenn dann Flügel, also nicht im OM. Purdy ist da bis jetzt der Beste im ZOM. Gertig wäre noch. Aaron Gertig spielt bei dir, aber das würde ich. Den könnte man theoretisch auch im ZOM einsetzen, na, aber der ist so gut im DM, dass du den nicht wirklich vorne einsetzen kannst. Aber es wäre eine Option, wenn du noch einen DM hättest. Du sagst, hey Purdy, geh auf den Flügel mit deinen guten Werten. Auch für den Flügel ist das okay. Und der spielt zentral. Der hat auch geiles Taktikverständnis. Schusstechnik ist super Bombe. Also den hier, ja, der hat gute Zweikampfwerte auch. Also den würde ich trotzdem erstmal im DM lassen, aber wäre auch eine OM-ZOM-Position Möglichkeit. Brennecke haben wir schon gesagt, passt. Da könntest du, ne, auch ihn dann irgendwo links oder rechts hinstellen. Städtler, Backup-Spieler, würde ich auch erstmal da lassen. Eher im OM-Bereich auch für mich ein Backup. Kann aber auch DM mal rein, wenn es gerade passt. Aber würde ich eher im OM einsetzen. Purdy hatten wir gerade offen und Song auch. Dir fehlt tatsächlich auch im OMZOM ein bisschen die Breite. Und deshalb verstehe ich auch, dass es schwierig wird, ein 4-2-3-1 offensiv zu spielen die ganze Zeit, weil du halt für den Flügel wenig Optionen hast und ZOM fehlt dir halt so ein bisschen. Das ist auch wieder, ne? Es ist nicht schlecht. Der Purdy gefällt mir gut, aber da fehlt es dir halt so ein bisschen, ne? Da fehlt dir ein bisschen die Power im ZOM auch. Du hast einen guten Dot. Man könnte überlegen, dann Brennecke vorne reinzustellen oder Gertig auch mal und nur mit zwei DMs zu spielen und dann die OMs außen zu besetzen und Gertig nach vorne zu ziehen. Wäre auch eine Option. Brumley spielt bei dir vorne drin. Jetzt kommen wir zum Stürmern. Schwierig, das 4-2-3-1. Würde ich mir vielleicht sogar überlegen, vielleicht ab und zu mit einem DM zu spielen und Gertig nach vorne zu ziehen und Purdy auf den Flügel zu setzen tatsächlich. Mal einer DM-System. Du hast da so viele DMs, aber schwierig tatsächlich, ne, mit den ganzen DMs. Es sind echt nur drei, vier Stück, die richtig gut sind und der Rest, der hängt halt so ein bisschen hinten dran. Und Brumley ist hier tatsächlich, oder Brumley ist hier dein Stürmer. Wir haben noch Purdy natürlich, den kann man da auch einsetzen, dann eher im Flügel. Würde ich jetzt nicht im Zentrum einsetzen, also wenn du mal irgendwie einen Flügelstürmer brauchst, ist der auf jeden Fall eine Option. Bei Brumley ist es auf jeden Fall ein schöner Spieler, der mir aber, doch ne, passt. Schöner Stürmer. Brumley, schöner Stürmer. Victoria, auch ein schöner Stürmer, dem aber Kopfball fehlt. Deshalb würde ich den eher auch auf dem Flügel einsetzen. Oder wenn dann mit zweitem Sturmpartner vorne drin, da ist Brumley auf jeden Fall besser. Ihn als Backup so ein bisschen auch sehen. Oder halt eben einen zweiten Stürmer dann vorne drin. Hier auch eher ein Flügelstürmer, weil der Kopfball einfach fehlt. Also du hast nur einen und das ist eben Brumley, der da gut ist im Moment. Kann's. Auch eher ein Flügelstürmer im Moment. Was auffällt, du hast echt schöne Talente teilweise drin, die noch entdeckt werden müssen.
die aufgedeckt werden müssen. Hier hast du mal einen Kopfballspieler, also Trivinho wäre eine Option für einen Kopfballstürmer, aber der braucht halt sonst noch alles andere. Also da auch wahrscheinlich aus der Jugend Backup-Spieler passt. Lütteke auch aus der Jugend, also da fehlt es dir im Sturm. Deshalb verstehe ich auch, warum du in einer Sturm spielst. Das verstehe ich. Brumley wirklich gut, aber auch hier fehlt dir hinten dran einfach die Breite. Du hast in der Startelf gute Spieler. Na, ich würde Kraus wahrscheinlich mal auf AV probieren, Costa im IV, Fellmann dann links dafür bringen im DM. Elfers, ja, geht auch, aber da ist eher die größere Lücke, weil er langsam ist. Ja, es ist tatsächlich, wie schon gesagt, das ist eine gute Mannschaft für die fünfte Liga. Da kann man im Mittelfeld auf jeden Fall mitspielen. Dir fehlt es in der Breite. Du hast viele junge Talente drin, die noch entdeckt werden müssen, wo auch nicht verkehrt ist. Ne? Das ist halt einfach jetzt vielleicht auch für dich eine Umschwung oder Anfangssaison auch, oder wo du halt jetzt sagst, hey, ich muss erstmal die Talente alle entwickeln. Du musst halt dich darauf einstellen, dass es halt für einen Aufstieg jetzt erstmal so ein, zwei Jährchen noch nicht konkurrenzfähig ist. Du musst halt dich im oberen Mittelfeld irgendwie festsetzen oder im Mittelfeld im Endeffekt. Und gucken, dass du deine Talente langsam entwickelst. Also in ein, zwei Jährchen sind die dann auch da, wo du sie vielleicht haben willst. Und dann ist die Mannschaft, glaube ich, auch breit aufgestellt. Im Moment fehlt es überall nicht an Männern, sondern eher an der Breite von den Skills. Also ich habe gerne immer noch so einen Spieler, wo man sagt, hey cool, der kann das auch noch spielen. Auch im Sturm, ne, da hast du so OM, ZOM fehlt es ja auch so ein bisschen. Deshalb, es ist eine gute Mannschaft. Wie gesagt, Mittelfeld, oberes Mittelfeld kann man da schon mithalten, aber ganz nach oben wird es schon schwieriger, weil dann auch über die Saison hinweg einfach die Breite fehlt, junge Talente. Und es ist ein Ansatz, wo man, du hast zumindest einen Ansatz, du hast zumindest einen Weg, wo du gehen möchtest, gefühlt von meinem View von außen. Du möchtest halt diese jungen Spieler halt jetzt hochziehen, die halt entwickeln, und das ist in Ordnung. Da spart man einen Haufen Geld tatsächlich, wenn man die hochbekommt. Und kann sie teuer auch verkaufen, ein paar davon, wenn man sagt, da ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Na, trotzdem sind sie gut. Also, das ist auf jeden Fall ein langfristigeres Projekt. Und das ist der Plan von dir. Sehr schön. Ja, ist krass, dass man so alles rausfindet, einfach indem man den Kader nur so ein bisschen anguckt. Ja, das ist auch ein guter Plan. Wie gesagt, es ist langfristig ausgelegt. Das ist jetzt nichts, wo man mittelfristig oder kurzfristig um irgendwie den Aufstieg anpeilt, sondern dass es sagt, hey, ich möchte da jetzt einfach nur meine Mannschaft hochziehen, stark machen, und dann, wenn es soweit ist, möchte ich angreifen. Und das ist gut. Muss ich echt sagen, gefällt mir. Da brauchst du vielleicht noch den einen Torhüter vielleicht dann auch dafür, obwohl du auch zwei Stück hast. Aber da wird halt einer irgendwann in Rente gehen, ne? 3 Jahre, dann kann er gerade noch spielen. Ja, aber passt. Ja, von daher Dankeschön auch SC Obrika im Pfalz 06 und dir, Matze, dass ich dein Feedback geben durfte. Und von daher Dankeschön.